Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 287. Mein Name ist René, außerdem mit dabei das Arbeitstier Marvin. Hey. Wir nennen ihn auch dubioser Clown. Hat damit nichts zu tun. Und ein anderer dubioser Clown, der Herr Basti. Gude. Nachdem einer gesagt hat, ich soll nicht mehr Grüße sagen, weil er so traurig war, dass ich nicht mehr Gude gesagt habe, bin ich wieder beim Gude gelandet. Genau, aber es heißt auch ja. Saludos. Saludos, ja. Saludos, genau. Wir nehmen heute in einer etwas anderen Konstellation auf. Wir sitzen hier irgendwo im Gebäude des Hessischen Rundfunks. In der Goldhalle, mein Lieber, in der Goldhalle. Das ist dem Stand angemessen. Ja. War ja mal geplant, dass Frankfurt die Landeshauptstadt wird. Nicht nur die Landeshauptstadt, sondern die Bundeshauptstadt. Und da haben sie vorsorglich schon mal was gebaut dafür. Ist dann halt nicht geworden, ist ja dann Bonn geworden, wie wir das alle wissen. Aber deswegen. Ja, jetzt auch nicht mehr. Nee, jetzt auch nicht mehr. Vielleicht für Donald Trump vielleicht schon. Das müssen wir mal nachfragen. Ja, auf jeden Fall befinden wir uns heute genau hier. Genau, also von daher angemessen für uns als Aufnahme. Wir wollen reden über Fußball, genauer gesagt über dieses Spiel der Eintracht gestern gegen die Bayern, und ich muss sagen, ich war einerseits sehr begeistert von diesem Spiel, weil ich fand, wir haben bockstark gegen absolut einfallslose Bayern so rum dagegen gehalten, aber ich habe mich auch fürchterlich aufgeregt über diese Fallsucht, die da wieder herrscht, und über nicht klare Schiedsrichterlinien. Herr Marvin. Tja, also es fing ja schon relativ früh an, also ich muss sagen, dass die Eintracht schon am Anfang relativ gut dabei war. Was mich aber gleich zu Beginn wirklich geärgert hat, das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, war halt die Tatsache, dass wir eine richtig gute Chance hatten, eigentlich durch Barkok, ne, der den Ball abgeluchst hatte. Und zwar war es, glaube ich, Vidal hat den Ball so ein bisschen abgeluchst. Ne? Ja. Tom Starke war ja im Tor der Bayern. Genau, für Ulreich, der ja kurzfristig ausgefallen ist wegen Adduktorenproblemen. Ja, der hatte einfach keinen Bock. Sagen wir es doch, wie es ist. Ja, Ulreich wollte sich einfach nicht kaputt machen, dass er vielleicht doch nochmal zur Eintracht kommt oder der so. Der hatte einfach Schiss, dass er die Hütte vollkriegt, wenn hier. Ich war ehrlich gesagt froh, dass er nicht gespielt hat, weil der war halt immer bei uns im Umfeld rum. Ich habe Angst gehabt, wenn er dann gut spielt und Radetzky nach Leverkusen, dann, dass die Verantwortlichen plötzlich aufgrund des aktuellen Eindrucks sagen, ach, der Ulreich, der ist gar gut, nicht so schlecht. Ja, genau, das war schon ganz gut. Genau. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir jetzt Tom Stark holen, aber. Nee. Ja, genau. Und dann hat Vidal den guten Barkok gelegt. Ich glaube, es dürfte Barkok gewesen sein. Ne? Ja. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, ja, guck dir das Foul doch an. Das ist ganz klar rote Karte, ja, weil da war keiner mehr. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, oder da war eine ganz klare Verhinderung einer Tormöglichkeit. Und was macht der Schiedsrichter? Naja, Gelb reicht ja auch. Ja. Was ist da denn los? Ich verstehe es auch bis heute nicht. Ich habe auch keine Erklärung irgendwo gefunden, die mich irgendwie befriedigt hat, weil das ist im Begriff einer Notbremse gewesen, oder nicht? Ich weiß nicht, vielleicht übersehe ich auch irgendwas. Vielleicht nein, er war der letzte Mann. Aufklären, aber ich glaube, das war einfach rot. Ja. Und es war ja der letzte Mann, der wie alleine soll man aufs Tor laufen? Das Krasse ist, er hat ja eine krasse Dynamik gehabt. Wenn du dir anschaust, wie Barkok da langgelaufen ist, das war ja nicht so, als hätte er sich jetzt fallen gelassen. Der war im Lauf und Vidal ist da krass dagegen gegangen. Und da muss man wirklich mal sagen, Leute, das ist eine rote Karte, das ist eine klare Torverhinderung. Es war übrigens kein Elfmeter, es war davor, das ist ganz klar. Ja. Darüber brauchen wir nicht spekulieren. Es war ganz klar davor, aber es war eine rote Karte. Selbst die hochgeschätzten Kollegen des Doppelpass haben das heute nochmal durchgeplaudert und sind ebenfalls zu diesem Ergebnis gekommen. Ja, aber da stelle ich mir dann auch die Frage, also vielleicht habe ich das Thema auch immer noch nicht vollständig durchdrungen, aber wäre das nicht etwas gewesen, wo der Herr aus Köln Ich war sogar noch erleichtert. Ich war gar nicht sauer im ersten Moment, weil ich gedacht habe, ja gut, der wird jetzt gleich schon angerufen. Mhm. Weil, also, das ist ja keine Szene, die irgendwo passiert, wo der Videoassistent groß und ich weiß schauen muss, sondern dann guckt der letzte Mann oder nicht fertig. Ja, genau. Also, da kannst du ihn anrufen und dann macht er hier dieses Zeichen. Und dann gibt's rote Karte. Da war ich eigentlich, man hat ja gesehen, dass der das auch beobachtet. Bei der Szene, die wir später kommen, bei Wolf, hat es ja funktioniert. Zu unserem Gunst. Vielleicht habe ich auch die Regeln an der Stelle falsch verstanden, dass es in dem Falle einfach heißt, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz auf rote Karte entscheidet, dann wird sich das angeguckt und nicht in dem Fall. Das habe ich mir auch gedacht, weil ich habe mir auch was gehört von wegen, dass bei gelben Karten darf er eben nicht einschreiten. Und vielleicht dadurch, dass er vielleicht die gelbe Karte zeigt, vielleicht setzt das aus der Kraft, dass er eingreifen wird. Gab es ja quasi schon eine Entscheidung. Das genau, und ich weiß, natürlich aber ich habe es trotzdem so verstanden, dass du bei Spielentscheiden in Szenen eingreifen darfst. Und das ist ja trotzdem eine. Ja. Weil im Endeffekt ist es eine rote. Ja. Also ich glaube, du darfst jetzt nicht anrufen und sagen, hier, der hat gelb verdient. Das dürfen die nicht. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass du anrufen dürfte und sagen, hier, das war eine Notbremse, Digga. Gelb ist falsch, gib ihm rot.
Also da zeigt sich wieder mal diese Undurchsichtigkeit. Ja, dass wir es halt einfach auch nicht wissen. Nein, klar. Ja, und dadurch, dass sie ja auch diese Regeln da irgendwie unterjährig, aber da heimlich. Da empfehle ich die Kollegen von Colinas Erben. Ja, aber es ist halt einfach ärgerlich, weil das hätte uns in eine ganz andere Spielsituation gesteckt. Ne? Und das hätte die Bayern vor größere Probleme gebracht. Und ich meine, Haken, bleiben wir mal ganz kurz bei der Personalie Vidal. Denn das Ding hat sich ja weitergezogen. Vidal war dann auch im Verlauf der zweiten Halbzeit nochmal in ein gelbwürdiges Foul verstrickt, wo er keine Karte gesehen hat. Und spätestens hier hätte er vom Platz fliegen müssen mit der zweiten gelben Karte. Das heißt, auch dann hätte es wieder eine andere Spielsituation für den Frankfurter Eintracht gegeben. Das Problem war aber, er hat keine gelbe bekommen. Er wurde aber direkt nach dem Foul ausgewechselt. Das ist Arschloch. Das war der Punkt, der mich aufgeregt hat. Ja, aber gut, Denk, es ist ja auch nicht dumm. Da sieht das. Nein, er war smart. Er hätte ja zweieinhalb Mal vom Platz fliegen müssen. Was mich aufregt, ist nicht, dass er ausgewechselt wurde. Das würde jeder Trainer machen. Aber Geschwindigkeit, in der das abgelaufen ist, da war diese Situation, er hat die gelbe Karte nicht bekommen. Es war immer noch dieselbe Spielunterbrechung. Und dann stand schon der vierte Offizielle mit der Tafel da. Also ich bin mir ziemlich sicher. Genau, bevor jemand anruft, dann denkst du, hier schnell raus. Bei vielen anderen Vereinen hätte das bis zur nächsten Unterbrechung gedauert. Aber da ging das innerhalb von 3 Sekunden, dass der die Nummern eingegeben hatte und da stand. Das hat mich richtig aufgeregt. Ja, es ist halt mega. Es muss man schon sagen, es ist so ein bisschen unsportlich im Grunde. Ja, das muss man, kann man so festhalten. Das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass die Bayern ihre einzige Chance des Spiels, die sie gehabt haben, so wirklich... Die haben sie genutzt, Wir müssen mal ganz klar sagen, die Bayern hatten in dem kompletten Spiel eigentlich nur 15 Minuten, wo sie das Ding kontrolliert haben, und das war von der 10. bis zur 25. Minute. Und da ist das 1-0 für die Bayern gefallen. Ja, aber auch ansonsten kein Tor, haben die sagst, nichts auf den Platz gekriegt. Aber das war auch kein Tor, wo ich sage, ach, guck mal, da setzt sich die Klasse des FC Bayern. Nein. Was ich leichter hätte akzeptieren können. Ja. Wenn es ein geiles, rausgespieltes Tor ist, wo du sagst, okay, die sind besser als wir. Ja. Aber dieses Tor kann Magdeburg hier schießen. Sorry. Da war Glück dabei. Die komplette Eintracht-Mannschaft steht im 16er, die gucken alle nur nach dem Ball. Da guckt keiner, wer irgendwie in seinem Rücken ist, wenn da ein Wolf oder ein Boateng einfach mal ein bisschen rausgerückt wäre und gesehen hätte, welche Spieler da sind. Ja. Ihr sollt nicht halt so nah an den Spielen mehr aufnehmen. Das ist halt einfach so ein Fehler. Also blöder Fehler. Sagst, bist du so ein bisschen beruhigt, dann fuckt's gerade richtig. Ja, ich hab auch, weißt du, das Ding ist, das Brutale ist ja, wir reden hier über Vidal, aber der war ja der Lausbub, der das 1-0 geschossen hat. Ja, eben, der wäre ja gar nicht auf dem Platz gewesen. Das hätte auch jeder andere da sein können, also da würde ich jetzt auch nicht so den... Trotzdem ist, was der Marvin gesagt hat, natürlich. Die Bayern waren zu 11 schon... Ich fand uns besser, ehrlich gesagt. Ja, definitiv. Oder zumindest gleichwertig. Wir hatten mit 10 Leuten wäre das noch anders ausgehen, weil die Eintracht einfach dann trotzdem diese Power, die sie hatte, in viel mehr Räume hätte bringen können. Und das ist einfach was anderes. Da braucht mir auch keiner was erzählen. Und was mich, wir sollten wirklich nicht aufnehmen. Wenn ich an Heinkes denke, wie der da an der Seite rumlamentiert hat. Ja, die ganze Zeit. Ja, wo ich mir, da bin ich Sorge, da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, du hast doch jetzt hier echt Glück gehabt. Ja. Und dann halt doch bitte deine Schnauze. Aber es scheint ein bayerisches Problem zu sein. Bei Uli Hoeneß kriegt es ja auch nicht gebacken. Gott sei Dank auf jeden Fall, ich habe es echt schwer ertragen. Ich ertrage es immer noch nicht schwer, weil das wieder so ein Spiel ist und die Eintracht hat diese Hinrunde viele solcher Spiele, wo du gesagt hast, okay, da hätte jetzt keine unfassbare Leistungssteigerung dafür sorgen müssen, dass wir gewinnen, sondern eine Kleinigkeit. Ja, es war in Hoffenheim, in Mainz, gegen Leverkusen. Wir hatten so viel Einsatz, wenn du allein guckst, wie ein Rebic da auf der linken Seite hoch und runter gerannt ist. Rebic war wieder der Killer gestern. Also er hat halt leider nicht gestochen, ne? Aber man muss schon sagen, aber auch Wolf hat mir wieder ganz gut gefallen. Wolf war in sehr, sehr vielen Aktionen beteiligt. Ja. Rebic hat auch sich die meisten Chancen herausgearbeitet, die gefährlichsten. Also er hat wenigstens mal den Abschluss gesucht. Ja. Das war natürlich sehr von Vorteil, ne? Dass du halt gemerkt hast, okay, Rebic ist dann halt derjenige, der dann mal den Torhüter auch prüft, was er ein und andere mal gleich zu Beginn, ich glaube in der 7. Minute mal gemacht hat, wo du gesagt, geil, so muss es weitergehen. Und das Ding ist, wir haben uns schon ein paar Chancen, trotzdem zu wenig, das muss ich schon sagen, wir haben uns zu wenig Chancen erarbeitet. Ne? Da war nicht viel Zwingendes dabei, aber es waren halt so ein paar Sachen. Ne? Und das Ding ist, die Bayern haben aber auch nicht drückend, die waren nicht drückend überlegen. Die haben das Spiel, die haben nach dem 1-0 das Spiel natürlich schon ein bisschen kontrolliert, ne? Wo du gemerkt hast, die Eintracht rennt an, weiß aber nicht, welche Mittel sie dann irgendwie ansetzen soll. Aber es war halt nicht so, dass du sagen kannst, die Bayern haben uns hier, wie du eben angedeutet hast, spielerisch dominiert. Und das ist es halt nicht. Und das ist das, was uns ja sauer macht. Ja. Weil wenn du 3-0 gegen Bayern verlierst, weil die halt besser sind, dann ärgerst du dich auch kurz, weil du denkst, okay, aber das sind halt bessere Spieler. Aber genau. Das Problem ist, das wäre drin gewesen. Punkt. Ja. Auf der anderen Seite muss man dann aber, finde ich, auch das so ein bisschen als Positives sehen. Wir haben es geschafft gegen eine Mannschaft wie den FC Bayern, egal ob sie jetzt irgendwie wenig Spielintelligenz gestern hatten oder nicht.
haben wir es geschafft, als Eintracht halt einfach nur mit einem 0-1 zu verlieren und das auch noch. Ja, aber das will ich auch nicht, aber was soll mir das bringen? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen. Das ist wie so ein Fleißkärtchen in der Grundschule. Genau, ohne Scheiß. Ja, hast du aber so ist auch mal wichtig. Ja, kriegst du auch keinen Job. Aber das Ding ist, wir dürfen nicht. Ich habe in der Schule früher. Genau, und die Sache, ich verstehe das, aber die Bayern sind nicht mehr die Guardiola-Bayern. Unter Guardiola-Bayern hätte ich das genauso gesehen wie du. Heute sehe ich die Bayern als menschliche Fußballspieler, die auch im internationalen Vergleich nicht mehr ganz so viel reichen, die in der Bundesliga die menschlich geworden sind. Ja. Und deswegen ist das für mich nicht mehr genug. Ich will hier Punkte sehen. Und deswegen ärgert mich das auch, weil ein 1-1 oder 0-0 wäre ein Unentschiedenspiel gewesen. Ja, das war so ein bisschen ein Unentschiedenspiel. Ja. Und die hatten halt mal so einen Drang. Deswegen finde ich das mega ärgerlich, dass du halt auch natürlich ein bisschen Pech hattest, aber Dinge auch, wie soll ich sagen, anders gelaufen sind, die man entscheidend hätte anders laufen lassen können. Und das ist halt das Ärgerliche. Deswegen bin ich nicht mit Fleißkärtchen zufrieden, weil so übermächtig sind die nicht. Wenn wir gegen Real Madrid gespielt hätten oder Barcelona und dann 1-0 verloren, dann sage ich, okay, ja. Aber so, nee, definitiv nicht. Ist Forderung ganz akzeptiert. Was sich auch immer wieder zeigt, egal wer der Gegner ist, was wir schon seit Wochen sagen, dieses letzte Fünkchen Instinkt fehlt der Eintracht immer noch. Ja, also das war halt auch so ein Punkt, der mich geärgert hat. Die sind zwingend vor Tor kommen. Die haben besser alles gut aus und du sahst Feld überlegen aus. Aber so dieser wirkliche letzte Griff im Strafraum irgendwie, dass du dich mal so freispielst, dass du wirklich eine hundertprozentige Chance hast. Das kriegen wir die ganze Zeit schon nicht. Ja, das stimmt. Du hast so viele, wo die Zuschauer anfangen aufzustehen, Situationen. Ja. Aber dann wird es irgendwie nicht so gelöst. Du hast diese 80%-Dinger, wo du es halt schon irgendwie schaffst, in den Strafraum zu kommen, aber dann halt konsequent immer die falschen Entscheidungen. Wo du was draus kreieren könntest, so viele Situationen. Ja, dann verrennst du dich, dann versuchst du irgendwie noch durch vier Spieler durchzutribbeln und spielst nicht ab, wo du abspielen könntest oder spielst ab in einer Situation, wo es halt keinen Sinn macht. Also da einfach wie du schon sagst, diese Zwingenheit da, noch diese letzten 20% draufzulegen, um halt einfach mal in diese gefährliche Situation zu kommen, die war halt nicht da. Und da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, haben wir vorne so ein bisschen ein Loch gerade, denn Allaire reibt sich auf, ist aber nicht präsent. Also ich finde, er ist zu wenig drängend auch. Ihm fehlt so ein bisschen der Spieler, auf den er ablegen kann, dadurch, dass Boateng so ein bisschen... Ja, aber er bekommt auch nicht viele Bälle. Das heißt, von den Außen, von Rebic und Wolf funktioniert es, aber die suchen dann irgendwie anders die Situation und Allaire steht oftmals auch so, dass er nicht angespielt werden. Ja, das stimmt. Also das ist eine sehr schwierige Situation. Das ist mir gestern auch ein paar Mal aufgefallen, als sie über die Seite gekommen sind und du gesagt hast, da hatten die Flügelspieler auch wirklich, Haller hat sich dann zu sehr hinter dem Innenverteidiger versteckt, anstatt irgendwie nach vorne zu kommen, dass du ihn flach anspielen kannst. Ja. Das sehe ich auch so. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob das vielleicht nicht auch ein bisschen im Spielsystem geschuldet ist. Das kann sein. Weil die Eintracht wirklich auch nie mit ganzem Risiko vorne reingeht. Nein. Das heißt, die Eintracht ist gefühlt immer mit drei Leuten vorne. Ja. Und für drei Leute ist es gegen fünf Leute meistens ungefähr mit einem Sechser-Viererkette. Ist es halt auch schwieriger, was zu kreieren. Ja. Da müsstest du schon ein bisschen mehr Übergewicht schaffen, was natürlich dann aber auch dazu führen würde, dass wir hinten wieder offener stehen würden. Deswegen kann ich es verstehen. Das ist, glaube ich, die letzte Lösung, die wir finden müssen, die wahrscheinlich aber auch viele andere Mannschaften auch finden müssen. Das ist quasi die Essenz des Fußballs. Du kannst hinten stehen und musst diesen Trade-off haben, dass du vorne halt nicht so gefährlich bist. Und da so diese richtige Balance zu finden, ist, glaube ich. Das stimmt schon. Und dann hast du halt noch das Problem, dass du Hasebe gar nicht hattest, weil er ja ausgefallen ist. Und dann kam halt mit Gelson Fernandes jemand rein, bei dem ich sagen muss, der hat sich nicht so gut eingefühlt. Wollen wir es mal nett formulieren? Er hat auf jeden Fall die Spielpraxis gefühlt. Ja, genau, wir können es ja auch sagen. Aber es war halt ein Fremdkörper im Spiel und hat dem nicht gut getan. Weil er hat für ein paar Fehlpässe gesorgt, die ein bisschen schwierig waren. Was dem Spiel so ein bisschen gut getan hat, war dann der Wechsel von Fernandes zu Jovic. Ja. Den dann halt mehr nach vorne rücken, weil damit hattest du dann für Haller jemanden, auf den er ablegen kann, wo dann auch die Hereingaben von Rebic und von Wolf auch tendenziell mehr gefunden hätten. Ich will Jovic sowieso öfter sehen. Also ich muss echt sagen, das heißt nicht, dass das funktionieren muss. Ne? Aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, Jovic mal wieder öfter zu bringen. So ein bisschen. Ja, er hätte halt einfach gestern für dieses Spiel doch durchaus geholfen, wenn du ihn viel früher gebracht hättest. Ich will gerne nochmal über den Schiedsrichter reden. Was vorm Spiel war eine coole Situation, fand ich, als bekannt gegeben wurde, dass Abraham verlängert hat. Das ist ein sehr guter Moment. Das war super. Das hat so ein bisschen so einen Wrestling-Moment gehabt. Genau, das, was du auch gesagt hast. Erzähl mal. Ja, genau. Das war so ein bisschen dieser Wrestling-Moment. Du hast erstmal so ein paar Bilder gesehen, da wusstest du nicht genau, worum es geht, da wusstest du nicht wer, und dann hast du einen Vertrag gesehen. Ja. Und dann war das quasi am Ende, wurde es aufgelöst. Abraham 2021, glaube ich. War ein gut gemacht. Das war auch cool gemacht. Also es war nicht so wie, keine Ahnung, wie in Freiburg habe ich es mal erlebt. Hallo, liebe Freunde, der Julian Schuss hat verlängert, wo alle dann irgendwie. Aber das war irgendwie cool. Das war wie so ein Trailer. Das war hat es was gehabt von jemand, der so eine FIFA Ultimate Team Karte zieht. Ja, genau. So, du wusstest nicht ganz genau. Ich glaube, das war aber auch bewusst
so gemacht und gewählt und auch eine gute Taktik, halt eben vor diesem Heimspiel, um dieses Thema mit irgendwie, na, Heimspiele sind wir dieses Jahr nicht so erfolgreich, da einfach nochmal so ein bisschen, halt einfach dort die Stimmung nochmal so ein bisschen anzuheizen, in der Hoffnung, dass sich das vielleicht auch so ein bisschen auf die Mannschaft überträgt. Auf jeden Fall, das hast du auch dann direkt danach gemerkt, aber es ist halt auch einfach eine Art der Professionalisierung. Denn wie kannst du Leute kurz vor dem Spiel so gut emotionalisieren mit einer geilen Neuerung? Das heißt, du trinkst nichts nach außen und du machst es im Stadion, in diesem Kreis, Kreis mit, wo die Leute eh schon emotionalisiert sind, schon Bock auf das Spiel haben, weil es geht gegen die Bayern. Und dann sagst du hier, einer der wichtigsten Spiele dieses Teams verlängert bis 21. Ja, natürlich. Der hat gestern auch wieder überragend gespielt. Hat gestern auch super. Das ist ein Traktor, das ist unfassbar. Und das gegen die Bayern so unproblematisch gut gespielt. Und das war halt einfach super. Ich glaube, es hat ihm auch natürlich Auftrieb gegeben. Aber es ist, wie der Basti schon sagt, es ist so ein bisschen ein Entertainment-Moment. Ja. Ne? Aber es geht darum, die Marke der Eintracht besser zu repräsentieren. Ja, definitiv. Und irgendwie professioneller zu gestalten. Und da war das mega geil. Also stell dir mal vor, wir haben uns ja im Stadion gesehen und haben dann gesagt, stell dir mal vor, sowas machst du. Mit einer letztes Heimspiel. Genau, oder machst das neu. Verpflichtung. Wie krass wäre das denn? Ja. So, weißt du, so, keine Ahnung, Licht geht aus. Und Licht geht aus, Marc Uth. Ja, genau. Ja, oder so. Oder Jesus Vallejo oder so. Ja, jetzt hier beim letzten Heimspiel oder so. Weil ich glaub, das wäre echt geil. Stell dir mal vor, so Weihnachtsgeschenke. So, bam! Genau, das ganze Licht im Stadion geht aus und dann auf einmal geht's Licht auf Mittelkreis und dann steht Jesus da. Saludos. Also, lieber DFB, Emotionen gehen mit geilen Filmchen und nicht mit Helene Fischer. Oh ja. So, Schiedsrichter. Habe ich ja schon gesagt, keine klare Linie. Ist das eigentlich der Sohn von dem Herrn Osmas, der früher gefilmt hat? Ich glaube ja. Genau. Also ich fand, er hat viele Entscheidungen. Viele kleine Entscheidungen. Viele kleine Dinger, die er halt aber auch nicht mit so einer geraden Linie. Genau. Ja? Also ganz ehrlich, ich habe den Fernseher bald von der Wand gerissen, war diese Aktion, Rebic läuft rückwärts, guckt nur nach dem Ball, läuft rückwärts gegen Kimmich, das war ja wirklich nur so eine ganz leichte Berührung, der fällt um, als wenn er irgendwie von Mike Tyson irgendwie umgeboxt worden wäre. Ja. Und dann gibt es hier irgendwie Freistoß, wo ich denke, hey, hallo, das ist, und genauso hier Tolisso, das mich bei den irgendwie im Zweikampf mit... Thomas Müller ist für mich das Paradebeispiel. Wie heißt der von Heidi, der Freund? Keine Ahnung. Schon, ich meine, auf jeden Fall. Ich kenne nur Heidi Hadar. Auf jeden Fall, der Thomas Müller ist für mich sinnbildlich für dieses ständige Lamentieren. Ja, ja. Und wenn man aber selber fault, das in, zu verharmlosen. Den er da so angebrüllt hat? Ja, was Palette, der genau, da lag, oder irgendwie eine Viertelstunde schreit auf, genau, wo ich mir denke, du bist der Erste, der rumbrüllt. Ja. Und du hast kein Recht, dann zu jemandem zu gehen, der genau das Gleiche macht. Ja, und auf der anderen Seite hast du Tolisso, der irgendwie am Arm berührt wird und dann fällt, als wenn er irgendwie gerade irgendwie so ein 100er Magazin auf den Ausgabe. Der Schiedsrichter hat halt gepfiffen, das muss man den beiden lassen, die haben es clever gemacht, weil die wahrscheinlich wissen, dass trotzdem so immer so 3% bei Schiedsrichtern ist. Ich will es gar nicht zu, das ist gar nicht so viel, weil diese Bayern-Bonus glaube ich auch nicht dran. Aber es sind trotzdem, glaube ich, unterbewusst immer so 2-4%. Sehr auffällig gestern wieder. Die trotzdem dafür, ich weiß nicht, woher es kommt. Auf jeden Fall hast du, wie es gesagt hast, weil wir sind ja jetzt durch Colinas Erben, wird man ja auch so ein bisschen zum Schiedsrichter-Experte. Zwar der René. Wird man ja so ein bisschen zum Schiedsrichter-Experte, dass man zumindest eine Linie, wie das immer genannt wird, sehen will, wo man sagt, okay, ich habe den Maßstab, den setze ich das ganze Spiel um. Und das war halt nicht. Ja. Weil irgendwann war es halt irgendwie genervt und das hat auch teilweise diesen Spielfluss, den die Eintracht probiert hat zu kreieren, unterbrochen. Das hat mich genervt. Immer. Und dann wieder eine Minute. Und immer so ein kleiner Scheißdreck, wo der dann wieder pfeift, wo der Spieler fast gar nicht berührt wurde. Und bei dem Thema Linie sind wir dann auch bei der roten Karte für Marius Wolf, weil auf der einen Seite gibt der Vidal für klarer letzter Mann keine rote Karte und für, okay, er ist ihm von hinten in die Beine gerutscht, kannst du nichts gegen sagen, aber an der Mittellinie, an der Außenseite, fernab von jedem Tor. Er hat klar versucht, als erstes den Ball zu spielen. Und dann ziehst du da glatt rot. Also er hat da nicht durchgezogen. Aber wisst ihr, was das Relevante dabei ist? Das Relevante ist dabei, wie sich der Bayern-Spieler theatralisch überall hingefasst hat. Das war nämlich genau der Punkt. Ja, ja. Er hat die rote Karte gezogen, weil es so aussah, als wäre das eine absolut traumatische Verletzung jetzt gewesen, die erlitten wurde. Und das war das Ding. Der Bayern-Spieler, ich weiß nicht, welcher das war, das machen die alle professionell. Ja, das ist halt einfach so. Und das machen auch andere Fußballer in der Bundesliga professionell. Wir sind da auch mit Sicherheit kein Unschuldslamm. Aber das war so gemacht, dass du jetzt hier nochmal was provozieren wolltest. Bei dir war auch klar,
der Wolf ist einer der quäligsten Spieler hier gewesen. Und das, ich will nicht, muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das immer nur Zufall ist, dass dann bei solchen Spielern die Theatralik nochmal eine Nummer größer ist. Und es war eine ungefährliche Situation. Eine gelbe Karte ist vollkommen ausreichend. Da muss ich wieder sagen, war es eine gute Situation, dass halt dieser Videoschiedsrichter, der Videoassistent da oder wie auch immer das heißt. Video Assistant Referee. Ja, genau, der VAR, dass der dazu Rate gezogen wurde, denn es war keine rote Karte. Wäre das so durchgegangen mit einer roten Karte, wäre ich wirklich komplett eskaliert. Da muss man echt die Kirche im Dorf lassen, bei dieser Umgewichtung, also Ungleichgewichtung. Genau, du darfst ja an dieser Stelle nicht die Kommentare auf kicker.de durchlesen, weil danach sind wir die Tretermannschaft schlechthin. Ja, das habe ich auch bei Twitter so ein bisschen. Ja, aber das kann ja von mir aus auch sein. Was soll das aber heißen? Ja. Das heißt, wir sind jetzt unter Generalverdacht oder was? Das heißt, bei uns kann man die Szenen dann falsch bewerten. Wie schon vor 2 Jahren oder so. Das kann man dann falsch bewerten oder was? Ach, ich habe auch ehrlich gesagt... Ich will auch gar nicht darauf eingehen. Nein, das ist halt, wie es ist so. Wichtiger Hinweis dabei ist nur, keine Kommentare lesen. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was du machen. Ja, ich meine, das Problem ist halt, aber das ist doch ganz klar, die Bayern haben die meisten Fans in Deutschland, ja, würde ich, also ich glaube, ich, ohne dass ich jetzt genau weiß, aber ich gehe davon aus, in Deutschland haben sie die meisten Fans. Ich glaube, das ist ja ganz klar. So, und dann hast du die meisten Fans, so wie das so ist, dann hast du natürlich auch immer, wenn du die größte Anzahl von Fans hast, hast du natürlich auch logischerweise die größte Anzahl an Vollpfosten da drin. Ist doch ganz klar, ja, also, weil da gibt's viele gute, coole Leute, die Ahnung auch reflektiert sind, aber natürlich gibt's dann auch viele Vollpfosten, ne? Und da gibt's dann halt ein paar Leute, die sich dann, die, das antiquierte Medium Kicker Kommentarspalte nutzen, ja. Also ich wusste es gar nicht, dass es das gibt. Ja, also ja, es ist habe ich heute Morgen beim ersten Kaffee, ich weiß nicht, wovon ich schneller wach geworden bin, vom Kaffee oder von diesen saudämlichen Kommentaren. Ja, das ist dann das kann ich mir nicht. Genau. Ich muss ja ganz ehrlich, ich bin ja selber nicht besser. Ich bin ja in der Hitze des Gefechts, schreibe ich auch oft Tweets, die sind auch blöd und nicht jugendfrei und dann ficken und hier und es tut mir im Nachhinein auch leid. Ich lasse es dann halt stehen, weil ich nicht will, dass es so rüberkommt, als wenn ich irgendwie nicht dahinter stehen würde. Ich weiß, dass das übertrieben ist. Das machen die ja wahrscheinlich auch. Aber was ich nicht verstehe, dass Leute, wenn der mir das während dem Spiel sagt, Eintracht beschwert euch, dann verstehe ich das ja. Aber dass sich jemand zu Hause hinsetzt, sich da anmeldet, Tag nach dem Spiel, der meldet sich an und schreibt einen ausführlichen Kommentar darüber, dass die Eintracht ja so eine schlimme Truppe ist. Das ist ja was anderes. Naja, auf kann ja in der Emotion im Spiel kannst du alles sagen. Scheiß Eintracht Frankfurt, ihr Wichser und keine Ahnung. Aber das wirklich, soll die Eintracht sich eine Diskussion gefallen lassen, dass sie mit den begrenzten Mitteln, die wir haben, die andere Vereine wie Augsburg und Freiburg und Mainz, übrigens auch Mainz, hier unsere Huschi-Buschi-Meinzelmännchen-Mannschaft mit dem komischen Clown, die sind auch echt brutal. Ja, das also, weißt du, was ich meine? Aber Basti, auf der anderen Seite darfst du halt, die Leute setzen sich hin und schreiben einen ausführlichen Kommentar. Wir setzen uns jede Woche hin und nehmen 1,5 Stunden auf und machen auch nicht viel anderes. Also von daher. Den Einwand ignoriere ich jetzt. Ja, aber das ist trotzdem nochmal was anderes. Wir verbreiten ja so wenig wie möglich Unwahrheiten. So wenig wie möglich ist gut. Ah, wollen wir noch ein paar Unwahrheiten zu diesem Bayern-Spiel verlieren? Nee, ich denke, wir haben sie eigentlich, oder? So, dann stehen wir jetzt mitten in einer englischen Woche, deswegen nehmen wir auch heute hier am Sonntag auf. Wir spielen am Dienstag in Hamburg gegen den HSV und dann am nächsten Samstag gegen Schalke. Ist jetzt auch sehr mal so reisemäßig jetzt nicht unbedingt so das beste Programm, wenn du einmal irgendwie nach da und dann wieder nach hier und dann wieder dorthin und das ist vielleicht alles nicht Dienstag so. Dienstag spielen wir schon. Ja, wir spielen Dienstag schon. Für mich ist ganz großer Trost, HSV ist halt auch, ja, ist halt der HSV und wir spielen auswärts und wir sind Platz 1 in der Auswärtstabelle. Also der HSV ist ja merkwürdig geworden, die gewinnen ab und zu zu Hause. Das heißt, der HSV ist merkwürdig geworden, der HSV war schon immer merkwürdig. Grüße an den Herrn Rebiger. Ja, also die haben gestern immerhin einen Punkt abgeluchst, ne? Muss man sagen, ist nicht so verkehrt. Ja. Haben die auch zu Hause gespielt? Ja, die haben zu Hause. Zwei Heimspiele quasi. Genau, die haben zwei Heimspiele, die haben jetzt gegen Wolfsburg immerhin sich einen Punkt ergattert. Was gegen Wolfsburg, ja. Ich weiß nicht, man kann jetzt, Wolfsburg ist ja auch so ein bisschen in der schwierigen Phase momentan, also gar nicht so schlecht. Schwierig. Ja, genau, aber immerhin ein Punkt. Ich würde mich auch hier wieder mit einer Punkteteilung zufrieden geben, muss ich sagen, wenn wir einen Punkt aus Hamburg entführen. Aber das Ding ist, ich habe da ehrlich gesagt jetzt auch nicht so die Sorgen. Wir müssen einfach mal sehen, wie wir dieses Spiel gestalten. Der HSV hat momentan immer noch ein paar Probleme mit der Spielgestaltung. Wir sind nicht zwingend darauf angewiesen. Und wir müssen aber sehen, dass wir die Fehlpässe, die wir jetzt in der Defensive so ein bisschen gemacht haben unter Fernandes, dass wir das halt wieder eindämmen. Ne? Das ist ganz klar, dass du halt siehst, wir müssen hier eine geordnete Defensive haben und wir müssen uns vielleicht auch mal wieder überlegen, ob wir jemanden wie Jovic halt ein bisschen früher reinnehmen. Ich denke, der könnte für den HSV zu so einem Knackpunkt halt auch werden. Also es wird eine enge Partie, aber alles ein Pluspunkt nehme ich mit. Alles mehr als eins. Würde ich auf jeden Fall, also
HSV jetzt auch nicht so überragend, hat natürlich ein paar mehr Tore geschossen diese Saison als letzte Saison, aber steht natürlich jetzt auch mit Platz 15 und 15 Punkten halt auch nicht so solide da. Aber die waren halt gestern waren sie halt dominant, wenn du dir überlegst. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, keine Ahnung, die haben vielleicht 15 Torschüsse oder so gehabt und der Wolfsburg war nix. Ne? Das heißt, das spricht natürlich zum einen für die Abschlussschwäche. Auch, ja, genau. Das gleiche Problem wie bei uns. Sie erarbeiten sich zwar so diese 80%-Dinger und sie schießen halt irgendwie aufs Tor, aber es ist halt aber es reicht halt dabei. Nicht, ne? Und aber die Eintracht hat in den letzten Jahren nicht immer schlecht ausgesehen. Gegen den HSV. Ich erinnere hier noch damals an den Freistoß von Pierson und so. Das waren schon Hausnummern. Ich denke, und es war auch ähnlich düstere Zeit, glaube ich, auch so November oder so, habe ich das Gefühl. Ja, wir spielen, glaube ich, immer so in diesen dunklen Jahreszeiten gegen den HSV, was es jetzt auch nicht besser macht, ehrlich gesagt. Ja, auch so. Ja. Also insofern, ich stehe. Sie hat sogar Tarascay sogar noch ein Tor da geschossen. Oh ja, krass. Um Gottes Willen. Wow, Tarascay, wo ist der mittlerweile gelandet? Müssen wir mal nachgucken. Wir haben ja dann auch irgendwann Winter und vielleicht machen wir mal so eine Winterausgabe. Was wurde eigentlich aus oder so? Da müssen wir mal gucken. Das könnte eine längere Ausgabe werden. Ja, definitiv. Aber ich bin der ganzen Sache jetzt nicht negativ gegenüber, angesiedelt, wie sie auch dazu sagen will. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass die Spielanlage in Eintracht da zu gut passt, weil der HSV auch viel über den Kampf kommt und dem können wir auf jeden Fall Paroli bieten. Ja. Das heißt, ich habe keine Angst, dass der HSV uns großartig herspielt. Das heißt, das 0-0 könnte wahrscheinlich wieder 0-0 geben, wenn der Platz vorne nicht schafft, weil der HSV vielleicht unter Gisso so ein bisschen stabiler steht. Aber eigentlich wäre das ein Spiel, wo man auch mal 1-0 gewinnen kann. Ja, ich denke, da ist halt alles da drin. Da könnten wir diese Rückrunde, ehrlich gesagt, so ein bisschen jetzt nicht vergolden, aber zumindest so versilbern schon, zu sagen, okay. Ja, also ich habe jetzt gerade eben nochmal geguckt, das letzte Spiel, das der HSV gegen uns mal gewonnen hat, war in der Saison 2011-2012. Okay. Danach haben wir entweder immer gewonnen oder zumindest unentschieden gespielt. Okay, das war halt auch immer eine Dauerkrisen-HSV. Ja. Jetzt läuft es, Tabellenplatz 15 ist auch nicht so geil, aber die Mannschaft, wie gesagt, hat sich schon ein bisschen stabilisiert. Aber trotzdem ist es so, dass du immer noch Leute wie Martenia da hinten im Tor stehen hast, ja, der auch mal so für den einen oder anderen Fauxpas immer noch gut ist. Diekmeyer, der auf einmal wieder irgendwie die zweite Luft gefunden hat. Ja, gut, aber vorne werden sie halt gefährlich. Kostic ist kein schlechter Hand natürlich. Und der junge Arp, ne? Ja, das sind schon Hoffnungen, das muss man schon sagen. Ja. Auch Ito hat gute Momente. Also das kommt drauf an. Aber trotzdem, wir müssen uns auch klar sagen, wir sind Tabellenneunter hier. Und die Eintracht fährt mit 22 Punkten hin, während der HSV halt erst 15 hat als Tabellenfünfzehnter. Und ich denke, da kann mindestens ein Punkt einfach noch dazukommen. Der HSV hat definitiv mehr Druck in dem Spiel, als wir es tatsächlich haben. Ja gut, das sind die Heimspiele, die halt auch gewinnen müssen eigentlich. Ne? Da sagt ja halt auch jeder, wenn du dann in Hamburg bist, dann sagst du schon selbstverständlich, na gut, gegen die Eintracht musst du gewinnen. Bei uns sagen wir vielleicht, wir müssen Unentschieden holen oder so. Aber die haben halt mehr Druck als wir. Genau, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, für uns ist das quasi Bonus. Ja. Wir wissen, Auswärtsspiele sind wir jetzt nicht so schlecht. Das wird natürlich bei dem HSV auch nochmal so ein bisschen für Sorge sorgen. Dann hast du halt eben auch ein paar Spieler, die halt auch einfach mal den Zweikampf halt nicht scheuen, sondern halt auch eingehen. Also ich denke auch. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir mal so ein bisschen ich habe immer diese natürlich eingeredete Angst, habe ich immer, damit ich nicht so enttäuscht bin. Blablabla. Aber ich glaube, der HSV hat mehr Angst vor uns als wir vor denen. Ja, definitiv. Genau. Und dann spielen wir ja noch gegen Schalke. Am Samstag. Das ist schwierig, jetzt ehrlich gesagt, was darüber zu sagen. Schwierig einzuschätzen, aber Schalke ist, glaube ich, für uns ein Spiel, das ist für mich mit eines der unangenehmsten Spiele. A, weil uns zu Hause nichts einfällt und Schalke unter Tedesco, muss ich sagen, die spielen sogar teilweise zu Hause auf Konter. Das heißt, die spielen selbst zu Hause jetzt nicht mit offenem Visier, wo wir uns das wünschen würden von sogenannten Top-Mannschaften, dass sie Räume kriegen. Die spielen sehr, sehr organisiert defensiv. Und das haben wir ja gesehen, dass wir da schon gegen Mannschaften wie Augsburg und Wolfsburg Probleme kriegen. Und wenn du dann gegen Schalke spielst, was quasi so eine Deluxe-Variante davon vielleicht ist, das wird schwierig. Also dieses Spiel muss sich schon irgendwie eine gewisse eigene Geschichte erzählen, dass sich irgendwas verselbstständigt, dass du irgendwie durch Glück in Führung gehst, Schalke, keine Ahnung. Aber ansonsten verlieren wir da, glaube ich, 1-0. Also. Ja, ich meine, es kann uns schon zum Vorteil gereichen. Es ist schwierig. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was mit Schalke zu machen. Dass das Gute ist, wir haben die halt zu Hause. Ne? Ja. Das heißt, wir haben unsere Fans wieder. Das ist dann das letzte Heimspiel der Saison. Das ist jetzt das letzte der Hinrunde. Da kannst du dann mal ordentlich irgendwie Stimmung machen. Ich glaube, da ist auch, also ganz ehrlich, da ist, glaube ich, auch ziemlich egal, wie das Ergebnis ist. Da wird eine absolut geile Stimmung im Stadion sein. Aber das Spiel jetzt zum Beispiel gegen Gladbach war relativ eng. Ne? Ja, was das stimmt. Schalke mit dem 1-1 hatte. Köln führt 3-0. Sorry. Echt? Köln 3-0? Führt 3-0 nach 30 Minuten. Ach du Scheiße. Wie konnte das denn passieren? Fee-Effekt. Ja, da müssen wir vielleicht auch nochmal gleich 2 Minuten drüber, ich weiß ja nicht, drüber reden, ob der dreckige Armin auch in der Kombination Rotwein-Kölsch schmeckt. Ja.
Naja, aber wie gesagt, ich denke, bei Schalke müssen wir halt einfach festhalten, die sind. Die sind momentan wirklich gut drauf. Ja. Ja, die haben, sind nicht zu Unrecht auf Platz 3, halten auch dementsprechend so die Distanz so ein bisschen zu Leipzig gering. Aber es ist halt so, wir haben unser letztes Heimspiel. Ich denke, da muss nichts mehr passieren. Ja. Nö, aber könnte. Aber es kann was passieren. Genau. Und ich denke, es bringt auch gar nichts jetzt zu sehr in die Zukunft. Das ist jetzt noch eine Woche hin. Wer weiß, wie das Spiel gegen HSV läuft. Aber ich denke, wir sind ja relativ in Relax. Wichtig ist das Spiel, das DFB-Pokalspiel. Das genau, ist das Spiel. Aber da nehmen wir auf jeden Fall nochmal eine Sendung aber vor. Aber was der Marvin gesagt hat, im Endeffekt, ich erinnere mich zum Beispiel an diese Spiele, die letzten sind vor der Winterpause, die haben auch oft eine eigene Dynamik, weil jeder nochmal Bock hat, das letzte Spiel, du weißt, danach ist Pause, da ist irgendwie noch die, da ist jeder noch motivierter. Und da haben wir, glaube ich, auch mal, so ein Spiel hatten wir, glaube ich, auch mal gegen Dortmund, wo Gekas das 1-0 macht. Ja. Das war dann auch so ein Spiel, was du normalerweise nicht gewinnen musst, was aber dann dadurch, dass es ein besonderer Termin dann ist. Dann kann da nochmal extra Stimmung aufkommen. Könnte funktionieren. Ja, was interessant ist. Das Gute ist, es muss halt auch nicht. Nee. Ist richtig. Wie gesagt, was halt richtig ist, ist DFB-Pokal. Und was interessant ist, was wir jetzt in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen begleiten und wo wir uns genauer unser Auge drauf werfen, ist die Tatsache, dass es ja einige Spieler gibt, die jetzt von der Eintracht weggehen sollen. Da haben wir ja zum Beispiel den Ordonez, der zusammen mit Rehgäsel ja eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, in ein zweites Team gesteckt wurde, aber eigentlich wohl schon festgestellt. Individualtraining, wo du deutlich merkst, hier geht es in eine andere Richtung, die beiden sollen sich einen neuen Verein suchen. Ja. Das werden wir die nächsten Wochen dann auch noch beleuchten, das werden wir auch in unserem Podcast haben, aber da wird es auf jeden Fall Abgänge geben. Ich hoffe, Rehgäsel findet auch endlich mal einen neuen Verein. Ordonez geht im Zweifel wieder zurück zu seiner Mannschaft, die er in Südamerika hatte oder Mittelamerika. Amerika ist jetzt auch kein Drama irgendwo, da wird er aber schon was finden. Aber Rehgäsel ist halt so der Typ, der sich auch leider nicht durch ein einfaches Verhalten ausgezeichnet hat, was es zusätzlich problematisch macht. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe ihn jetzt zweimal getroffen in Bad Homburg. Der genießt das Leben halt auch zu sehr im Endeffekt. Ja. Es gibt halt Spieler, wahrscheinlich wäre ich auch so ein Profi, dass du gehst gern essen, dann gehst du mal gern weg und kaufst die Klamotten und hängst mit irgendwelchen Rappern. Also das ist ja nichts Verwerfliches. Nee. Ich glaube aber, dass es bei ihm dafür sorgt, dass er dann vielleicht die ein oder andere Verletzung mehr hat, wenn du nicht professionell lebst. Weil und du hast den Fokus halt einfach nicht, ne? Genau. Und ich glaube, Kovac ist für solche Spieler, wenn er nicht, wie Rebic zum Beispiel, ein unfassbares Talent erkennt, glaube ich, dass Kovac einer ist, der das nicht gerne frisst. Das glaube ich auch. Ich glaube, bei Rebic macht er das, weil er weiß, okay, Rebic ist ein unfassbarer Fußballer. Ja. Also der ist ein unfassbarer Fußballer und den da gehe ich drauf ein. Wir hatten ja auch spekuliert, dass bei Rebic, dass er da eigentlich auch gar keinen Bock mehr drauf hat. Ja, genau. Ja. Weil er hat ja auch gesagt, dass er ihm nicht diese Einzelbehandlung geben kann, die er braucht. Und dann ist er doch wieder gekommen. Und ich glaube, für einen Rehgäsel lohnt sich der Aufwand nicht. Nein, das muss man genauso sagen. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass sich da wahrscheinlich der Aufwand nicht lohnt. Aber gut, wir werden es auf jeden Fall beleuchten die nächste Zeit. Ja. Genau. Dann lass uns mal gerade eben noch die Tipps einsammeln. Mhm. Fangen wir mit dem HSV an. Ja, ich sage 1-1. Du sagst 1-1. Ich sag, die Eintracht gewinnt 1-0. Die Eintracht gewinnt 1-0, das ist hervorragend. Ich sag, die Eintracht gewinnt 3-0. Das ist dein neues Lieblingsding, ja? Ich habe das Gefühl, der redet jede Woche 3-0 oder 3-1. Geil, gewinnt. Ja? Gewinnt 3-1. Gucken wir doch mal, was ihr gegen Schalke sagt. Ja, 1-0 für uns, ein knappes Ding. Ich sag leider 1-0 für Schalke. Mhm. Was ich aber auch in Ordnung finden würde. Ich sag jetzt noch 3 Punkte und bin ich hochzufrieden. Klar, ich sag jetzt nicht 3-0, aber ich sag, wir gewinnen 1-0. Immerhin. Da bin ich mir sicher. So, dann kommen wir zum Dummschwätzer der Woche. Wir müssen natürlich jetzt erstmal auflösen, wen wir da letzte Woche hatten. Ich sage euch nochmal, wer nominiert war. 80 nominiert. Wir hatten einmal Ralf Rangnick, der sich über das Financial Fairplay aufregt. Wir erinnern uns. Sehr gut. Dann hatten wir Sport 1, die frauenfeindliche Nachrichten zu den Volleyball-Daten schreiben. Ja, auch klasse. Und dann hatten wir Absolut Fußball, die Marius Wolf zum nächsten Eintracht-Nationalspieler ausrufen wollen. Und das gewonnen hat, Trommelwirbel, die Handballer, der Nicht-Handballer. Jemand mit 80%. Wow, 80% ist natürlich krass. Okay. Ralf Rangnick. Ralf Rangnick. Oh, schon. Gut, es ist verdient. Genau. Ralf Rangnick ist jenseits von allem. Ja, das stimmt. Hat sich schon Mühe gegeben, muss man sagen. Ja, er hat sich echt Mühe gegeben. Mhm. Wir haben natürlich auch Nominierte. Wir haben auch Nominierte diese Woche. Ihr habt wieder reichlich per E-Mail und auch in den Kommentaren und per Twitter teilgenommen und nicht nur höhere Nominierungen, sondern auch generell Feedback, aber eine höhere Nominierung haben wir auch bekommen und zwar den DFB, der diese wunderbare neue Aufstiegsregelung per Losverfahren macht. Ja? Ja, also es erinnert mich so ein bisschen an die Kirmes, wo du an die Losbude gehst, irgendwie für 200 Euro Lose kaufst und kriegst so einen scheiß Plüschtäti. Man muss es ja immer wieder trennen. Gesundheit. Man muss es ja immer wieder trennen, weil
Ja, vom DFB erwartet man auch nichts mehr. Nee. Ja, aber das ist jetzt eigentlich mehr, aber die schaffen es immer, wenn man das mal nicht damit hat. Was soll das? Also, ja, was soll das? Du spielst eine ganze Saison und dann sitzt du irgendwo und dann hockst du und du, wie gesagt, wirklich, wie du sagst, einer Losbude oder was? Ja, ja. Dann ist so, oh cool, da freut sich doch auch derjenige, der aufsteigt, nicht. Weil mir wäre das unangenehm. Mhm. Also mir wäre das unangenehm, den anderen Mannschaften gegenüber zusammen. Willst du dich dann vor den stellen und jubeln? Ha, wir haben mehr Glück als ihr. Ja, wir haben zwar scheiße gespielt, wir haben keine Mannschaft, aber wir haben das passende losgezogen. Also das ist halt nur die halbe Miete. Ich meine, das Problem ist, du musst dir ein Konstrukt überlegen, was für alle einigermaßen gerecht ist. Und das ist halt hier nicht. Ne? Ja, vor allen Dingen ist es doch nur ein Interimsding. Ja, wo ich mir denke, Leute, was habt ihr die letzten Jahre eigentlich gemacht? Also wirkt so wie die Behandlung einer ungeplanten Trainerentlassung. Ja, genau. Das kann ja passieren. Aber, ja, aber der Spielplan ist ja nicht sauer geworden. Ja, so, ich habe keinen Bock mehr. Und dann sagt der DFB, der Spielplan ist abgehauen, wir müssen jetzt einen neuen finden. So, ja. Nee. Es kommt einem aber ein bisschen so vor. Genau. Also es ist sehr absurd. So, dann haben wir noch eine Nominierung, die hatte, glaube ich, Basti im Vorfeld gesagt, und zwar Mehmet Scholl, der sich wunderbar beschwert. Tut mir leid an denjenigen, der mir das irgendwo, WhatsApp, Twitter, irgendwo hatte mir es geschrieben. Mehmet Scholl wollte derjenige gerne nominieren, das unterstütze ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, auch wenn die Stimmung sich jetzt wieder ein bisschen für pro Scholl dreht bei Twitter. Aber ich verstehe nicht, wie Mehmet Scholl sagen kann, Hilfe, unser Fußball, den wir alle so sehr lieben, wird von Leuten, die studiert haben, zerstört. Ja, also Mehmet Scholl hat sich natürlich schon ein gefundenes Fressen gesucht, denn natürlich sind Leute wie Nagelsmann Leute, die man gut angreifen kann. Ne? Ja, natürlich, vor allen Dingen ist es beliebtes, wenn du wirklich irgendwo in der Kneipe hockst. Ja, der junge Trainer, der Uli, der Jupp Heynckes ist auch zurückgekommen. Es gibt jung oder alt gibt's ja, es gibt eine gute Schicht. Ja, genau. So, wo du denkst, das ist natürlich ein beliebtes Mehmet-am-Mittag-Argument. Ja, genau. Ja. Weil, als wenn, Mehmet am Mittag. Ja, weil im Endeffekt macht er es ja so, er schert ja zum Beispiel auch alle Trainer, die ein gewisses Alter haben, über einen Kamm. Ja, klar. Weil ja, selbst da, Tedesco und Nagelsmann sind ja zwei völlig unterschiedliche Typen. Auch ganz andere, ja genau. Ganz andere und Kovac ist jung, aber der ist trotzdem Kovac ganz ist anders. Ganz wie ein anderer. Da hast du Hannes Wolf, das ist nochmal eine andere Nummer. Ja, genau. Also das ist halt total. Da brauchen wir keinen erzählen. Und dann sagt er ja, so Typen wie der Effe fehlen. Dann sage ich, nein, eben nicht. Nein, Alter. Gerade mit so Typen wie Effe haben wir nichts gewonnen. Wann sind wir der Weltmeister? Ja. Mit den ganzen Milchbubis. Ja, genau. Und das ist halt das Ding. Und das Problem ist halt auch, Scholl äußert sich halt zu gewissen Themen, bei denen man ihm durchaus nachsagen kann, dass er selber nicht die größten Erfolge verzeichnen konnte. Ja, und das ist halt dann immer so, ich weiß, das zählt nicht, das Argument. Ne? Weil das, sonst dürfen wir auch nichts sagen. Ich weiß richtig, genau, was du meinst. Ja. Aber die Sache ist die, es ist trotzdem so, dass ich mir denke, er war ein guter Spieler. Mhm. Auch, aber unvollendet übrigens. Ja, ja, das stimmt. Und, aber wie Marvin es gesagt hat, ich weiß nicht, ob er derjenige ist, der dann diese angebliche ausgebrannte Trainerlandschaft, er rettet sie auch nicht. Nein, das Problem ist, erstens, er rettet sie nicht und das Zweite ist, dass er sich durch die letzten Verfehlungen, die er schon geleistet hat, ne, sich natürlich jetzt auch ein bisschen zweifelhaftes Bild erarbeitet hat. Ich erinnere nur an die Situation, wo er als Moderator oder als Kommentator teilweise nichts zu der Doping-Situation im deutschen Fußball sagen wollte. Beleidigt. Ja, also da muss ich auch schon mal sagen, jo, aber ich brauche jetzt auch andere Kommentare von dir nicht hören, wenn du nicht mal offen auf darauf eingehen willst. Ja, oder wie auch Gomez auch. Das ist so. Ja, die Gomez-Situation war auch scheiße. Du hast teilweise bei ihm das Gefühl, dass das gewollt edgy ist, aber es gibt doch auch diesen ganz alten Spruch von ihm, hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt oder so ein Schwachsinn. Echt, ja? Ja, das ist schon ziemlich alt, das ist schon ihm, ja. Okay. Also der ist so ein bisschen, er ist ja auch ein alternativerer Spieler, dachte ich zumindest. Mhm. Ich habe immer gedacht, das ist eigentlich ein cooler Typ. Ja, so ein bisschen auch Musikgeschmack cool und so ein bisschen neben dem Platz, der ist nicht einer von diesen Posterboys. Der kann das also ein bisschen reflektieren, zumindest ist er, es gibt auch eine gute Doku über ihn, Freigespielt heißt sie, glaube ich. Die ist sehr, sehr interessant, die zeigt ihn, da kann man, aber was jetzt mit ihm ist, jetzt wirkt er irgendwie so wie der Onkel, den keiner mehr anruft, der dann Familienfeier extra Stress macht, um zu merken, dass er noch da ist. So. Ja, das stimmt schon. Weil du kannst über diese Trainer nämlich sagen, das ist nämlich was, man kann über Nagelsmann und man kann geteilter Meinung sein. Ich glaube zum Beispiel auch, dass Nagelsmann, ich glaube, dass Dortmund, wenn die den jetzt tatsächlich holen, einen Fehler machen, weil der vielleicht fachlich wirklich gut ist. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass der so gut ankommt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die den nicht holen, sondern dass sie mit Stöger unglaublich viel Erfolg das haben. Das wäre natürlich noch besser. Dass es überhaupt keine Argumente mehr gibt, irgendwie jemand anderes. Grüße an den Axel. Ja. Das ist natürlich eine unglückliche Situation. Ja. Die eine bekommt Stöger, die andere bekommt Fehler. Also wir.
Also ich weiß jetzt ja nicht. Also wie sieht es denn mit den Rotweinvorräten in Köln aus? Ich weiß nicht. Also hat schon mal irgendeiner probiert, ob jetzt tatsächlich Rotwein. Ja, also mit Werner Spinner haben wir ja gesehen, hat er auf jeden Fall jemanden gefunden. Der wird nicht Nein sagen, wenn er den nachts um drei anruft, hier kommst du nochmal raus. Naja, die werden schon die ein oder andere Kneipentour zusammen machen, die Jungs. Ja, habt ihr noch weitere Dummschwätzer? Nee, also nee. Ich jetzt, nee. Na. Dann sind das die beiden. Dann schauen wir mal, wer da bis nächste Woche... Nominierung, kurz vor. Ja. Das wird zwar eine neue, eine Premieren... Nominierung? Eine Premieren-Nominierung. Ich nominiere jemanden, ohne dass ich weiß, was er überhaupt gesagt hat. Ja. Ah, Jupp Heynckes für sein Rumgelamentiere da. Das ist mir auch egal, was er da gesagt hat. Mir geht es um die Art und Weise. Egal, was er gesagt hat... Irgendwie hat mich das sehr, sehr krass gestört. Aber vielleicht komplett getriggert, ne? Ja, vielleicht auch, weil Heynckes eine streitbare Person. Ja. Zumindest hier in Frankfurt. Gut, haben wir damit aufgenommen. Dann haben wir drei. Keine Grüße. Dann liegt es an euch, liebe Hörer da und Hörerinnen da draußen, zu entscheiden, wer denn der Dummschwätzer dieser Woche wird. Und dann kommen wir zu den Empfehlungen. Wir haben eine Hörerempfehlung. Und zwar empfiehlt in den Kommentaren Toka Fußball MML den Podcast. Das ist ja ein Sky-Podcast. Ja, kann er machen. Ich habe ihn mir angehört. Das unterstütze ich nicht. Ja, es sind Hörernominierungen. Da können wir jetzt erstmal nichts gegen tun. Ich habe ihn mir angehört. Ich finde ihn jetzt inhaltlich gar nicht so schlecht. Ich habe so ein bisschen meine Probleme mit der Firma, die dahinter steckt, die das Ding aus dem Leben gerufen hat, weil ich die leider dieses Jahr auf der Republika erleben durfte und der Mensch sich auf die Bühne stellte und sagte, es gibt keinen vernünftigen Fußball-Podcast in Deutschland. Wo ich mir dachte, es gibt 140, du Arsch, verschwinde von dieser Bühne. Ist aber interessant, eigentlich eine schöne Herangehensweise an die ganze Thematik, um dann ihr sein eigenes Produkt zu pushen. Um dann Fußball-MMR rauszubringen. Naja, die Idee, die da halt dahinter steckt, ist, sie... Dann denkt er, es gibt keinen vernünftigen Podcast. Weißt du, was wir machen? Wir holen den Mike Nöcker. Hey, Mike. Also er hat seine Hintergründe dann noch ein bisschen erläutert. Du bist traurig. Ja, Problem. Endlich gibt es einen guten Fußballpodcast mit Micky Beisenherz. Grüße. Ja, er hat reichlich Kommentare damals dazu bekommen und hat auch die Hintergründe noch so ein bisschen erklärt, die jetzt das Ganze nicht besser gemacht haben. Und zwar ist seine Definition von gut, es gibt kein Produkt, was sich ordentlich vermarkten lässt. Also sind wir wieder voll in dieser DFB-Sky-Schiene. Es muss 100% anschlussfähig und monetarisierbar sein. Da bin ich froh, dass wir was tun und dann zum Beispiel auch im Fernsehen so Formate wie Buschis Sechserkette. Also das ist doch dann toll. Ja, super. Genau. Also für von daher... Nee, ist für jeden was. Also da, es gibt keine tollen Formate mehr, dann machen wir Buschis Sechserkette. Also das wäre nicht sein. Es wäre jetzt nicht meine Empfehlung, es war die Empfehlung von Luca. Nee, ist ja vollkommen cool. Danke für die Empfehlung. Genau. Ich habe tatsächlich eine, hinter der ich voll und ganz stehe. Das ist jetzt allerdings schon wieder so ein bisschen... schwierige Kost. Es kommen demnächst die Feiertage, da kann man wieder sich die eine oder andere Serie anschauen und ich bin gerade so ein bisschen versunken in Silicon Valley. Ist so ein bisschen, für diejenigen, die Big Bang Theory mochten, mögen das vielleicht auch, ist so ähnliche Zusammensetzung, ein Haufen von Nerds, die im Silicon Valley versuchen, eine Firma zu starten und alle Meter... Das ist aber das Lustige, gell? Das ist so auf lustig gemacht. Das ist auf lustig gemacht. Dann verwechsel ich das, weil ich gucke gerade... Startup gucke ich, glaube ich, gerade. Ja, die ist nicht lustig, aber Silicon Valley ist so die lustige Variante. Genau. Die sind halt Nerds, die versuchen, eine Firma aufzubauen und können nicht mit Finanzen und Zeug. Und es ist sehr lustig, wer Big Bang Theory mag, mag vielleicht auch dieses. Und dann hat der Herr Marvin da noch was ins Dokument. Genau, gepackt. Die unsere Eintracht-Podcast-Hörerin, die Eintracht-Emma, ein großer Eintracht-Fan, jetzt habe ich zum dritten Mal Eintracht gesagt, ich glaube, wir sind gut dabei. Ausgeben. Ja. SEO-mäßig ist es hier richtig gut, ja, das auf jeden Fall. Und die hat uns vorgeschlagen, dass wir doch mal den Jahrespoll und zwar von Fangate vorbewerben sollen. Das haben wir natürlich auch in die Shownotes. Da geht es darum, im Endeffekt einfach mal ein bisschen was abzustimmen, was so in diesem Jahr passiert ist. Fangate 4 ist ja eine ziemlich coole Zeitschrift, eine herausragende Zeitschrift, wo auch schon sehr, sehr viele sympathische Menschen aufgetreten sind. Ja, ich weiß nicht, wer du meinst. Featured wurden, ja. Und würde sagen, der Link ist dann bei uns in den Shownotes. Haut rein, haut in die Tasten und stimmt ab. Genau, weißt du, bis wann man da abstimmen kann? Nee, ich habe keine Ahnung. Ja, dann schaut einfach zeitnah da mal vorbei, dann könnt ihr auf jeden Fall noch teilen. Jetzt direkt anhalten, abstimmen und dann kommt er wieder zurück. Okay. Haben wir noch weitere Empfehlungen? Nein. Dann müssen wir noch eine kleine Rubrik fürs Housekeeping nachreichen. Oh ja, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig da draußen. Ja, Achtung, eine Durchsage. Patreon, was wir ja so irgendwann mal als Modell gewählt haben, hat seinen Gebührenmodell geändert, was gerade für die Menschen, die uns hier mit kleinen Beträgen unterstützen, ziemlich ungünstig ist, weil es einfach so eine feste Gebühr gibt und die
Die Prozentgebühr ist auch ein bisschen angestiegen. Kannst du das mal so exemplarisch an Kleinstgebühren irgendwie zeigen, an Kleinstbeträgen? Weil ich glaube, da hast du ja gesagt, das ist am dramatischsten und da geht ja richtig viel von ab. Naja, ne? Wenn du zum Beispiel $1 im Monat gibst. Ja, ja, das ist ja das. Haben wir ja ein paar. Hm? Genau, wir haben ein paar von euch, die uns $1 im Monat geben. Dann muss man erstmal sagen, genau, danke. Dann muss man aber erstmal grundlegend zur Rechnung sagen, von diesem Dollar kommen dann nur 95% bei uns an, weil sie 5% der Gebühren von uns nehmen. Mhm. Und von euch da draußen nehmen sie erstmal grundlegend 35 Cent Grundgebühr. Ach du Scheiße. Und dann nochmal 2,9% obendrauf. Okay. Ja, das heißt, ihr zahlt nachher irgendwie anstatt einem Dollar, zahlt ihr nachher fast irgendwie $1,50. Okay. Und von diesem Dollar kommen am Ende nur 95 Cent bei uns, also Dollarcent bei uns an. Okay. Ist ein ziemlich schlechtes Modell, gerade für so diese kleinen Dinger. Ja. Ja, lohnt sich halt wirklich nur, wenn du so die großen Anteile hast. Und die Leute einfach mehr Geld geben. Das sind die zwei Varianten. Entweder ihr haut einfach euer... Genau, wir schicken euch einen dubiosen Clown vorbei und ihr händigt dem einfach euer komplettes Monatsgehalt aus. Oder unsere... Das ist unser beliebtestes Modell übrigens. Genau, das wird von vielen Leuten in Anspruch genommen. Oder ihr steigt halt einfach auf Überweisung um. Das ist das, wo einfach konsequent alles das, was ihr an Geld auf der einen Seite reinwerft, auf der anderen Seite bei uns rauskommt. Richtet einen Dauerauftrag ein und dann ist das alles gut. Wir sind auch noch auf der Suche nach weiteren Optionen. Also, das heißt, für all die Leute, die sagen, ich will so ein fancy, cooles Online-Internetsprodukt irgendwie sponsern und will jetzt nicht auf die klassische Überweisung jetzt wieder zurückgehen. Ja. Das können wir nachvollziehen. Da ist natürlich der Spirit ist so ein bisschen ein anderer, aber das Überweisung ist jetzt für uns momentan das Coolste. Aber wir sind auf der Suche nach anderen Modellen, die sich für beide auch aufgrund einer gewissen Leichtigkeit, Überweisung hat dann immer gewisse Schwierigkeiten, möglich machen lassen, aber da wissen wir noch nicht genau, was wir jetzt machen und sagen halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau, also wir gucken uns das zwischen den Feiertagen mal an. Es gibt da so ein paar Dinger, die müssen wir uns jetzt im Detail nochmal angucken. Das ist jetzt auch alles sehr kurzfristig, weil Patreon hat es jetzt vorgestern per E-Mail rausgehauen und dieses neue Gebührenmodell greift schon ab dem 18. Dezember, was schon nächste Woche ist. Also ich finde das alles ein bisschen kurzfristig, von daher kann ich das voll und ganz verstehen, wenn ihr da jetzt erstmal sagt, finde ich jetzt scheiße, dann gibt es eben die Option Überweisung und wenn wir eine andere Möglichkeit gefunden haben, dann ist ja im Endeffekt auch für euch, ne? Weil wenn ihr dann überlegt, jetzt bei die Karte sind einem Dollar, ne? Ja. Dann kommt dann halt auch bei uns ein Dollar an und ihr habt nur einen Dollar gegeben. Und ja, dann richtig. Ist es halt dann so, dass ihr eigentlich sogar mehr gegeben habt und kommt bei uns nur 95 Cent an, jetzt als Beispiel. Ne? Genau. Deswegen, aber wir sind auf jeden Fall im Kontakt mit euch. Wir halten euch auf dem Laufenden, aber das ist jetzt, glaube ich, erstmal the way to go. Genau. Und dann an dieser Stelle nochmal, weil ja Vorweihnachtszeit ist und da sagt man ja gerne danke nochmal. Vielmals danke für die viele Unterstützung. Ich bin gerade dabei, nochmal so eine Zusammenstellung zu machen, wie das in diesem Jahr so mit Support ausgesehen hat und auch, dass ihr so ein bisschen Transparenz habt, was wir damit gemacht haben. Da kommt auf jeden Fall vor Weihnachten, nach Weihnachten so in der Richtung nochmal so eine kleine Übersicht. Und sobald wir da noch was anderes haben, dann werden wir euch informieren. Vielleicht machen wir damit auch noch was. Ja, es könnte sein, dass wir noch so die eine oder andere Geschichte da so in petto haben, nicht wahr? Okay, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Genau, wir machen den Deckel drauf, den Sack zu. Danke fürs Zuhören, danke für wieder reichlich Feedback, was hoffentlich auch zu dieser Folge kommt. Und dann hören wir uns nach der englischen Woche, aber vor dem Pokalspiel wieder. Oh, bis dahin, macht's gut.